Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 3. Sie räuspert sich so ein bisschen mit Redlet am Mikro. Ich bin gerade abgestürzt. Ich bin bös abgestürzt, als ich die U-Bahn betreten habe. Ich hasse es, wenn ich abstürze, wenn ich die U-Bahn betrete. Da kann ich mich noch daran erinnern. Ist kein Wunder, wie es hier aussieht. Aber jedes Mal, wenn ich hier reingestürze, ich ab. Das ist immer hier. Ich glaube, es ist immer hier. Ich hoffe, dass es... ich weiß nicht, wie wir da jetzt aus der Nummer so ein bisschen rauskommen. Ich würde schon ganz gern hier durchgehen. Ich versuch's nochmal. Ich bin mir auch sicher, dass wir von da schon mal gekommen sind. Moment. Moment, eins nach dem anderen. Außerdem habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Blähfliegenfleisch. Nee, das wollte ich eigentlich unterwegs mal grillen. Deswegen habe ich ja auch diesen Super-Duper Unterwegs-Grill. Wo wir immer so ein paar Würstchen machen können, ne? Das habe ich ja extra... Ja, wisst schon. So, also, Brahmin Dörrfleisch. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, mit diesem Dörrfleisch... Nee, das Dörrfleisch nicht. Es gab doch hier noch so ein anderes Fleischzeug. Ach, ich nehme jetzt mal hier so einen Schnaps. Weil da gibt es auch so ein bisschen Abzug, was es Red angeht. Und es macht Blöde im Koppel. Bringt das eigentlich auch was... Nee. Ich habe gedacht, dass es vielleicht den Hunger so ein bisschen... Hier komm, ich esse so eine Marmelade. Ich esse so eine Marmelade. Und ich glaube, Kokain ist keine gute Idee. Hier, mal was raten, Dürrfleisch. Rat plus eins. Ach, ich esse jetzt so eins. Weil, was soll's? Na komm schon, zieh's ab. So, acht. Da geht immer noch was. Dann der Axt, das gibt's doch wohl nicht. Meierlockkuchen, was bringt der? Und ich nehme hier... Multivitamintabletten und noch so eine Cola. Und jetzt muss aber gut sein, Schätzchen. 159. Das ist echt jede Menge Rad. Hey, wo kommt denn das her? Das gibt's doch nicht. Zuckerbäumchen, ready, ready away. Hier, ready away. Da wird man komischerweise abhängig. Ich weiß auch nicht wieso. Ich versuch's nochmal. Wenn es jetzt wieder abstürzt, Pech. Nein. Diesmal scheint es geklappt zu haben. So, wir gehen mal auf die Karte gucken. Die Karte ist da. Ich komme ja total durcheinander. Hier waren wir schon. Gut, macht aber nichts. Das macht erstmal überhaupt nichts. Ne? Hier sind also noch so ein paar Sachen, wo wir nicht waren. Das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen zu ergründen. Und wenn mir noch das ein oder andere, da ich ja komischerweise abgestürzt war, als ich so ein bisschen im Flow war... Im Raid-Flow zum aktuellen C-Thema. Ich sage das jetzt mal bewusst nicht, weil ich weiß, dass dann die Spracherkennung anspringt. Die ist dann nicht blöde, deswegen sage ich ja, die Algorithmen und die... So, hier können wir mal gucken. Und die KI hat uns schon in gewisser Weise im Griff. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Das sage ich als ITler und als Informatiker. Warne ich davor. Kann mich das aufmachen? Ticketschaltertür, ja, kann ich. So. Also ich habe das nie aus dem Auge verloren. Und ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich würde gerne hier runter. Dass ich recht früh... So auch das Missbrauchspotenzial immer so ein bisschen im Fokus hatte. Also das habe ich für mich einfach relativ früh entdeckt. Ich habe das auch nie zur Seite gekehrt und deswegen habe ich mich allerdings auch nicht sonderlich oder gerade deswegen für die Hacker-Szene interessiert. Ich fand, ich denke mal, weil ich es auch ein bisschen falsch eingeschätzt habe, ich fand das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich wollte das nicht gegen die Menschen einsetzen, sondern eigentlich sollte man Wissen immer für die Menschen einsetzen. Das ist so ein bisschen meine Ambition. So, da geht es nirgendwo hin. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Da hinten war ein Ausgang, oder? Da war doch was hier. Ne, das ist bloß Licht. Wir müssen das leider nochmal abklappern. Es hilft nichts, weil ich mir relativ sicher bin, dass wir was übersehen haben. Hier steht ein Quatsch rum, ne? Hier eine Tonne, da eine, zumindest haben wir den Hund dabei. Solange uns die Viecher irgendwie nicht abhanden kommen. Wir müssen jetzt nochmal so ein bisschen rumgehen und werden
einfach mal gucken, ob wir irgendwas übersehen haben beim Abbiegen. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wo ich hin musste. So. Halt, hier ist auch noch was. Hier muss ich mal gucken. Ne, hier ist Ende Gelände. Ende Gelände. So, ich habe auch, ich mache mir aktuell so Notizen zur Thematik, also zur gesamten Corona-Thematik, mache ich mir gerade so ein paar Notizen, wo ich mir wichtige Punkte, zeitliche Ereignisse auch auf so Registerkarten schreibe. Ob da was draus wird, weiß ich noch nicht, aber das ist einfach so ein Sammelsurium, was ich zusammentrage. Aber ich vermute auch mal, oder es kann durchaus passieren, dass sich das so schnell dreht, also die Ereignisse einfach so, sich so schnell drehen, dass wenn ich dann so weit bin, um das zusammenfassend irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen, also meine Sichtweise, dass die Zeit das schon längst eingeholt hat. Das kann durchaus passieren. Ja, hier waren wir noch nicht. Ich rechne eigentlich jeden Tag auch so ein bisschen damit. Guck mal, wie die hocken. Die machen hier irgendeine Party. Was machen wir denn da jetzt mit denen? Haben wir irgendeine Ghoul-Knarre? Ich habe in Fallout 4 eine Ghoul-Knarre. Also eine richtige. Ich habe eigentlich für jedes Vieh, was es in Fallout 4 gibt, eine extra Knarre. Also für die Meyerlocks habe ich extra eine. Ich habe auch hübsche Nahkampf. Das wäre auch mal ein Problem hier. Aber der Haken ist, es kann dadurch relativ schnell abstürzen, weil das sehr animiert hier ist, diese Effekte mit den Blitzen und sowas. Aber ich wollte jetzt was ganz Spektakuläres. Granate Pistol wäre auch hübsch. Das wäre auch mal echt was Hübsches. Oder hier Molotow Cocktail. Da wären wir auch so ein bisschen leichter. Jetzt? Was war das denn eben? Haben wir das Richtige geworfen? Molotow-Cocktail, Tatsache. Da flogen sie. Ich glaube, vorhin habe ich sowas eingenommen. In der vorangegangenen Folge habe ich so beim Durchgucken, beim überfliegenden Durchgucken, habe ich gesehen, dass ich sowas eingenommen habe, kurz bevor ich bei Moira in den Laden rein bin. Total sinnlos. Hier ist wieder die Kernspaltungsbatterie, die ich in die Kiste gepackt habe. Und jetzt habe ich wieder eine dabei. Sowas kommt von sowas, ne? Also die Gier siegt wieder. Man könnte es ja für irgendetwas gebrauchen, weil Vorbeugen einfach immer besser ist. Sensormodul, was sind das hier noch? Diese, ach so, das ist. Okay. Elektrischer Leiter ist für Energiewaffen. Da wir das nicht haben, ich nehme nochmal ein Sensormodul mit. Das kann ich ja zur Not Sergeant. Dem Sergeanten hier in die Hand drücken. Da freut er sich. Wenn er so ein paar Ersatzteile hat. Vielleicht mache ich das. Ich mache das mal. Was Sie befehlen, Sir. Ja, pass mal auf jetzt hier. Speichermodul. Der ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber Ihr ML3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. Hier Kernspaltungsbatterie. Ach, ich gebe ihn alle beide einfach. Hat er schon sowas im Inventar? Ich habe ja schon mal erwähnt, dass der das einbaut, ne? Und die Uzi hier, die müssen mal repariert werden. Also er benutzt diese Sachen. Wunderkleber. Hat er zwei dabei? Weiß ich nicht, ob er das benutzt. Kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Aber jedes Mal, wenn ihr in sein Inventar geht, dann sagt er das Setzel auf. Also das finde ich schon ein bisschen anstrengend von ihm. So, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Übrigens zeichne ich jetzt mit 60 Frames mal auf. Dann müsste das Ruckeln komplett raus sein. Allerdings kann es sein, dass es dann ruckelt, weil er einfach nicht nachkommt. Aber bis jetzt habe ich statisch 60 Frames. Das scheint zu laufen. Habe ich ab 60 eingestellt? Ja, ich sehe es gerade. 60 Frames und 91% Qualität. Ja, da hat dir deine Glücksdroge überhaupt nichts geholfen. Ich habe dir sowas von dem Bobo gekniffen, du Fatzke. Guck mal, wie er strahlt. Wie sie strahlt. Sorry, habe ich ganz vergessen. Special. Ich wollte auch noch mal gucken. Das verliere ich nämlich ständig hier in diesen LP aus den Augen. Ausdauer wäre schön, wenn wir hier noch ein Pünktchen drauf hätten.
Und die Stärke wollte ich auch noch mal so ein bisschen pushen. Aber man kann halt nicht alles haben. Und ich habe auch so ein bisschen vergessen, wo es mit den mit der Motorei kann ich noch ein paar mehr Level machen, ne, als man ursprünglich irgendwie leveln kann. Aber ich weiß nicht mehr, wo das Ende der Fahnenstange ist. Habe ich vergessen. Habe ich total vergessen. So. Tötet den Hund. Das war ein bisschen derb, ne? Zu groß die Waffe. Da kommt der nächste Kasper Kopp. So im Flug. Na komm schon. Das kommt davon, weil er immer seinen eigenen Durchfall gurgelt hier. So, Schachtel Zigaretten nehme ich natürlich mit. Für was ist eigentlich der Baseball? In Fallout 4 kann man da ja hübsche Bömmchen bauen, aber ich weiß nicht, wie das in Fallout 3 war. Hier hinten sollte man aber auch nochmal kicken. Oder sind wir. Naja, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. So, ui, 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 ui. Aber die können uns nicht sehen. Merkt ihr das? Mit dem Anschleichen, normalerweise hätte sie sofort am Popo kleben, die Kasperköppe. Ich muss erstmal kurz überlegen, was wir da jetzt als erstes machen. Pass mal auf. Zuerst kriegt er eine auf seine dumme Rübe. Dann den eine. Den könnten wir unter Umständen komplett wegrotzen. Und dem noch eine. Paff. So, der ist jetzt sauer. Der ist dead. Noch eine rein. Zack. So, jetzt weg. Den Prügel rausgeholt und warten. Einziehen lassen. Weil mit der Strahlung, das ist, ja, Dogmeat wird aus dem Latschen fallen. Aber. Was war das eben? So, Dogmeat sieht noch gut aus. Hier müssen wir aufpassen. Ah, guck mal, hier ist nur noch ein kleiner Schleimhaufen übrig geblieben. Ein Söldner. Oh. Sieht so aus, als ob er schläft zu den Schlaf der Gerechten. So, Dogmeat, nimm mal deinen zarten Popo weg. Sonst mache ich einen Gürtel aus dir. Ledergürtel, genau, so ein. Und eine Harmonika. Die haben hier musiziert, die zwei. Wollten wahrscheinlich eine Band gründen. So, ich muss immer noch mal gucken. Ach, Dogmeat, du gießt mir auf den Keks. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wie sieht's ja eigentlich aus? Ist ja schlimmer wie bei mir zu Hause. So. Geht es hier weiter? Nee, ne? Das. Nee. So, wie gesagt, ich will nichts übersehen, deswegen mache ich das hier so ein bisschen. Aber das ist jetzt richtig flüssig. Es kann doch nicht zu so flüssig sein. Ich meine. So, Karte, Karte. Jetzt lasst uns doch noch mal kurz hier gucken. Von hier hinten sind wir gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Das war das so, oder? Nee, von hier sind wir gekommen. Ja, wie denn jetzt? Ah, oh, verdammt. Muss man hier noch mal gucken. Ja. Also den weiß ich, da haben wir. Ja, so. Ich muss hier noch mal gucken, Leute. Okay, alles klar jetzt. Ach, die Kakerlake kann mich mal. Wir gehen jetzt nach oben und schauen uns hier oben nochmal um. Und ach, das Risiko bleibt allerdings, dass wir wieder. Aber nee, hier waren wir bestimmt noch nicht. Schönes Kind. Wohin das. Ach, guck mal, die schläft auch den Schlaf der Gerechten. Das nehme ich dir alles ab. Und dein hübsches Kleidchen lasse ich dir an. Das Totenhemd. Ich nehme dafür hier diese leuchtende Cola. Die stand da jetzt, was weiß ich, 200 Jahre, irgend sowas. Aus dem B. Ah, ja, am liebsten würde ich ihn wegblasen. Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Das sind meine anderen Gameplays, die ich so für mich gemacht habe. Ich habe das Fallout schon einmal, oder ja, einmal habe ich es richtig schön sauber durchgespielt, so mit allen Quests und sowas. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgeguckt, also nochmal angefangen, alles so ein bisschen durcheinander gemacht. Nehmen wir Wasser mit? Ja, nehmen wir mal mit. Können wir unterwegs was kochen.
Ich glaube, so viel haben wir. Jetzt trinkt sie das, ne? Was weiß ich, was sie jetzt gemacht hat. Was ist das da? Schlauchkasten. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgedaddelt und jetzt spiele ich es halt nochmal so halb als LP, aber nicht von Anfang an. Weil es da Schwierigkeiten gab mit dem Start und der deutschen Übersetzung. Da stürzt das immer an der gleichen Stelle ab. Das konnte man eben vermeiden, indem man eine Mod sozusagen rauskopiert hat, die englische Version reinkopiert hat. Dann hat man den Vault verlassen und dann hat man die deutsche Übersetzung wieder geladen. Und dann hat es funktioniert. Also so ging das. Und ich weiß nicht mehr, welche das war. Das habe ich total vergessen. Oh! Die Waffe ist hier genau richtig. Ja, macht ihr das mal. Ich sehe mich dabei ein bisschen um. Schafft ihr schon, oder? Nee, hier waren wir noch nicht, Leute. Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Hier drüben würde ich auch noch mal reingehen. Hier auch noch mal reingehen. Das war Großvaters Gehirntonikum. Jetzt ist es aus die Maus. Rüstung. Doch, hier waren wir schon. Na, was weiß ich. Ist doch egal. Wir datteln so ein bisschen rum, weil mein Nebenzu am besten trifft. Hat die was dabei, die Kakerlake? Methadon. Ach, diesen Scheiß. Ich sammle das Zeug überhaupt nicht mehr auf, weil es sich einfach nicht lohnt. Radex vielleicht schon. Das nehme ich auch nochmal mit. Sensormodul. Spielzeugauto. Da könnten wir unsere Fallpistole reparieren. Koffer. Bügeleisen. Nee, nee, nee. Weiß ich gar nicht mehr, für was das eigentlich war. So, was ist das? Die Kamera. So, da ist noch ein P-Schlauch. Was ist das da hinten? Ist das so ein Roboterbausatz? Nee, das ist eine Kronkorken. Eine Lunchbox. Schloss automatisch. Da ist auch ein Scotch dabei. Ich lasse das aber gut sein. So, das können wir hacken. Sperre aufheben. Was bringt das? Das hier, ne? Genau. So. Nix wie raus hier. Ich wollte hier nochmal gucken und dann geht es hier raus. Und dann hoffe ich ganz einfach mal, dass wir irgendwo anders sind. Ich fühle mich durstig. Tatsache. Man sollte immer auch so ein bisschen in die Spülkasten reingucken. 269. Was ist ein Dogmeat? In den Spülkästen findet sich das ein oder andere. Meistens, glaube ich, Energiezellen. Ich treffe wieder mal richtig gut und die hauen ab. Nur dann geht mit Gott, aber geht. Macht's euch gemütlich. Da hinten habe ich, glaube ich, ein paar Leichen gesehen. Da könnt ihr euch drüber hermachen. Könnt ihr mal ordentlich durchputzen. Ich habe zum Beispiel aktuell eine Spinne im Bad. Die sitzt hinter meinem Klo. Ist auch sehr praktisch. Hast du keine Fliegen nicht. So, wir sind bei 18:25. Bitte, 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 bitte nicht abstürzen. Bitte schlaf. Ja, ich weiß nicht. Hier drin schlafen oder draußen schlafen? Na, ich gehe mal raus. Wenn ich abstürze, habe ich Pech gehabt. So, das hat gut geklappt. Ja, und wenn Dogmeat zahnelt, heißt das jede Menge Bösgetier. Jetzt geht wieder rein. Oh, das sind viele, viele, viele böse Gegner. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Also ich in-game kann ich was sehen, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht viel sehen. Und schlafen können wir nicht. Das heißt, ihr müsst durch. Eieiei. Da liegt doch was, ne? Hier. Das ist eine doofe Idee. Lasst uns mal hier hochgehen. Ich kann ja nicht springen. Das ist immer ein bisschen blöd bei Fallout 3. Ich nehme mal das Siegesgewehr. Oh, das sieht nicht gut aus. Wer hat den schweren Prügel? Hier, er. Der hat eine Granite-Pistole. Seht ihr das?
Das ist nicht gut. Weil alles, was die so verschießt, eitert ganz schlecht raus. Boah, yes! Oh, was ist das denn? So, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, als wir rausgekommen sind, ob da irgend sich was getan hat mit hast du was entdeckt und so. Der freut sich, dass er gerade durch Simmeltor gegangen ist. Chinesische Pistole. Brauche ich nicht. Ich habe so eine hübsche Brandpistole. Der Supermutant ist schon leer. Ui, Rainer hat aber eine Menge Kram dabei, ne? Ja, Granitpistole. Können wir unsere reparieren, theoretisch. Aber ich glaube, die ist ganz. So, also, reichlich. Das ist ordentlich. Ein Scopet. Also mit Zielfernrohr versehenes. Jagdgewehr, das ist auch sehr schön. Granite Pistol. Soll ich die mitnehmen zum Reparieren? Was wiegt denn die? 4? Ah, ich packe sie mal ein. So. Und so ein Scopet. Also so ein. Ja, wisst schon. Das wäre eigentlich auch sehr cool. Für was brauchen die eine Schaufel, um sich das eigene Grab zu schaufeln? Das Dogmeat? Schaut mal hier, wie er da liegt und macht kleines Nickerchen. Oh, ganz müde. Habe ich immer zu meinem Vogel gesagt, ganz müde, bist du ganz müde, wenn er schon so müde war. Und das hat er sich dann gemerkt, hat dann gelernt, also dabei eingeschlafen. Also wirklich eingeschlafen. Und dann hat er mich immer beschwatzt und ist dabei selber eingeschlafen. Also hat er immer zu mir dann gesagt, wenn ich so auf dem Sofa lag, bist du ganz müde, bist du ganz müde. Ganz müde, hat er mal gesagt. Ja. Und dann ist er selber dabei eingeschlafen. Ja, und dann lagen wir beide auf dem Sofa. Ja, so war das. So, das war übrigens ein sehr cooler Vogel, aber der ist leider gestorben. So, Dogmeat rafft sich auf. Ja, da war ich schon ein bisschen geknickt, weil der wirklich sehr, sehr intelligent war und der konnte wirklich Sprache mit Gegenständen assoziieren. Weil man immer sagt, die können das nicht, die Vögel, sondern die plappern das bloß nach, das stimmt nicht. Man sieht es ja bei Graupapageien und so und bei Krähen, aber das geht bei einem kleinen Wellensittich auch. Obwohl da das Hirn viel, 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 viel kleiner ist. Wo sind wir hier eigentlich? Hier waren wir noch nicht, ne? Sehr schön. Das ist cool. Ich mag das ja immer so ein bisschen erkunden und entdecken. Hier sind wir jetzt gekommen, ne? Naja. Ja, wir sollten mal schlafen. Aber wo? Und hier habe ich total Schiss, dass mir wieder mein... Ja, tötet den Hundesohn, wir essen das Mädchen. Also, Kind, wirklich, ich bin nicht begeistert, dass du hier nachts alleine draußen rumziehst. Super, wie wir wieder treffen, ne? Aber ich finde die BHs cool. Die sind wirklich sehr cool. So, hoffentlich ist jetzt Ruhe im Karton. Ich will nämlich ein kleines Nickerchen machen. Das versuchen wir mal. Dann kommt wahrscheinlich wieder der Quatsch fein in der Nähe und hast du nicht gesehen. Ich speichere aber mal vorher. So. Jetzt. Sonstiges. Dann. Ach, wir haben immer noch den Umschlag. Ja. Feldbett. Zack. So, also wenn man hier drückt, das aktiviert mit der Energiezelle. Das müsst ihr mit E machen. Dann kann es durchaus sein... dass dieser Schlafsack, dieses Bett durch den Boden fällt und dann ist es weg, dann kommt er nicht mehr dran. Oh, das ist aber schön. Ja, der Magenknoten auch. Und dann könnt ihr zumindest neu laden. Das schmeiße ich hier mal weg und ich esse schmutziges Wasser, könnt ihr auch mal trinken. Hier so eine Cola. Nehme ich, das hätte ich grillen können. Ich nehme jetzt das Dürrfleisch ein. Kartoffelchips zweimal. Mal sehen, wie weit uns ein gutes Wasser noch hinterher. Puh, was soll's. Oh, also Durst will ich jetzt die nächsten 2 Stunden nichts mehr hören. Jetzt gehen wir mal hier oben gucken. Da geht's irgendwo weit, 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 weit weg. Und hier haben wir auch noch jede Menge Kram.
Ich müsste mir jetzt mal einen Überblick verschaffen von hier oben, damit ich ungefähr weiß, wo ich bin. Weil das ist ja ein Riesengelände. Damit ich ungefähr eine Vorstellung, dass wir hier noch nicht waren, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Moment mal, klar waren wir hier. Meine Karte ist einfach durcheinander, Weltkarte. Ich bin da ein Idiot. So, hier hinten nochmal geguckt. Ja. Hier nochmal geguckt. So. Nein. Obwohl das natürlich auch passt, ne? Wisst ihr was? Wir latschen jetzt einfach mal hier durch, weil ich will wissen, was hier hinten ist. Was sagt denn eigentlich das Gewehr? Geht so. So viel Munition haben wir gar nicht. Ich glaube, das war sehr gefährlich. Ich erinnere mich, ich habe so ein ganz, ja, ich habe ein ganz eigenartiges Déjà-vu in der Sekunde gehabt. Ah, die schießen auf uns. Ich habe gedacht, die schießen vielleicht auf irgendjemand anders, aber die haben es auf uns abgesehen. Weil ich bin mir ganz sicher, da schießt aber wer mit einer Rakete. Was denn? Wer ist denn das? Mit der Rakete. Oh. Medizinmann. Was ist denn das für eine Waffe? Nix sie weg. Ich hau jetzt hier ab. Ja, habe ich mir schon gedacht. Und ich komme nicht mehr weg. Dachte ich mir schon, ja. Das ist eine blöde Idee. Wir kommen da nicht mehr weg. Schwer verletzt. Nee, nee, lass mal gut sein. Das machen wir später mit der Verletzung. Oh, das ist irre gefährlich, der Typ. Was lädt denn der da? So, da mussten wir schnell machen, weil das war echt puh. Also gerade in Fallout mit den... Fallout 3 mit den Granaten und sowas. Das geht schief, das geht schief. Das werden wir sterben. Trifft sie uns jetzt noch oder nicht? Oder wird das dann rückgesetzt? Das wird zurückgesetzt. Oder sie hat vorbeigeschossen oder was auch immer. Oh, Junge. Jetzt ist mir die Muffe gegangen. Springfield. Ja, das ist dieses Lewis-Maschinengewehr. Ist auch nicht zu verachten. Wenn das mal loslegt... ja, das ist der M79-Granat-Launcher. Der ist natürlich wesentlich wirkungsvoller als unsere Granatpistole. Oh, ist aber ein mächtiges Feuer am Start. Ja, was ist denn das hier? Da liegt Dogmeat. Ein Auto hat zerrissen. Dort liegt Dogmeat. Wo ist ein Sergeant? Das ist aber schlecht, ne? Der ist nicht da. Vielleicht hat es ihm aber auch irgendwie die Fühler verbogen. Was ist denn das? Ach, hier liegt er. Ja, hier gab es was. Ich bin mir sicher, gab es was. Da gab es irgendwo einen Eingang irgendwo hin. Das Feuer macht mir gerade zu schaffen. Wir können ja mal von hier oben gucken. Hier liegt noch eine Minigun, also ich brauche den Quatsch nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass hier unten irgendwas Spezielles war. Da ging es hier ist was. Und mit der Radioaktivität, das geht auch einigermaßen, hier ist was. Den Höhlen nach Dingsbums hast du nicht gesehen. Hier ist ein Bömpel. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, ja wisst schon, ne? So. Hier was tapsen. Mann, das kann ja auch eine Todeskralle sein. Kann man ja nicht wissen. So. Sehr schön. Jetzt darf ich nämlich die Meyerlux wieder killen. Aber wir sind schon wieder irre schwer, ne? Aber hier ist so viel tolles Zeug, hier Vorkriegsbücher und so. Also das Looten, das macht in Fallout 3 Spaß.
Weil man da auch nicht irgendwie alles einpacken kann. Man muss schon überlegen, was man irgendwie mitschleppt. Weil man da ständig ein Gewichtsproblem hat. Aber ich finde schon, dass man hier ständig ein Gewichtsproblem hat. Liegt hier ein Buch? Kann das sein? Und man übersieht auch die Dinge so leicht, ne? Ich mach mal lieber das Licht an. Jetzt habe ich wieder falsche Taste gedrückt. Nämlich die von Fallout 4. Irgendwas tut sich. Ich mach mal lieber das Licht aus. Feuer! Altmetall können wir einmal mitnehmen. Wenn ich doch wüsste, was da kommt. So, kritischer Schlag. Das finde ich immer sehr gut. Also kritische Schläge und so. Ich bin so furchtbar neugierig. Ich muss wissen, was hier unten ist. Was kommt so bekannt? Ich habe überall ständig permanent Déjà-vus. Woher kommt denn das? Aber das mit den 60 Frames soweit, das läuft eigentlich ganz gut. So. Also das müsste auch bei euch ganz flüssig laufen. Uiuiui. Jetzt habe ich heute überhaupt nichts erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte. Achso, mit den Punkten, das habe ich ja schon angedeutet. Aber mir fällt nichts ein, dann lasse ich es auch. Weil das muss schon irgendwie Sinn machen. Vom Flow her, wie ich das schon mal erwähnt hatte. Bügeleisen. Das schaffen wir jetzt sowieso nicht, wenn ich jetzt irgendwas anschneide. Ja, da tapst was. Nichts Gutes, glaube ich. So. Ja, das machen die beiden. Das schaffen die. Der hat nicht mehr so viel Energie. Sehr schön. Den können wir noch einen Pfeil reinjagen. Pass mal auf. Zack. Da gibt's Pünktchen. Und das Bein wurde nachträglich verkrüppelt. Erst ist er gestorben am Gift und dann wurde das Bein verkrüppelt. Naja. So, mal sehen. Ich werde das jetzt auch mal laufen lassen. Vielleicht komme ich in die nächste Folge noch rein. Dann hoffe ich, dass mir irgendwas einfällt. Aber ich glaube, heute kommt da nichts mehr rum. Ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, auch zu müde. So, oh. Ja, das sind die halt die Höhlen, ne? Das sind die Höhlen. Und ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ay, das ist ein langer Gang. Das weiß nichts Gutes. So. Also ich glaube, hier waren wir schon. Na, wir werden es wissen. Was mache ich denn jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Ein komisches Geräusch, ne? Hallo, Jäger. Oh, was ist denn das da? Ah. Das kann ich ja leiden. Jedes Mal die Strahlung. Ach, das ist der Meierloch-König auch noch. Eins auf die dumme Rübe drauf. Die ist so hässlich wie die Nacht. Der macht einen Abflug. Zurück nach Hause. So. Sehr schön. Hat er irgendwas dabei? Irgendwas Besonderes? Fleisch von Weißschalen, Meierlox. Naja, ich könnte noch einmal mitnehmen. Das kann man so ein bisschen grillen, aber es lohnt sich nicht wirklich, habe ich festgestellt. Das hier in Fallout 3 bringt das eigentlich nicht viel. Oh, da ist noch einer. Da flog er los. Er flog ein Stück. So, kommt auch nicht mehr auf die Beine. Auch nochmal Weichschalenfleisch.
ich habe. Ich hab